Hallo, das war genau der richtige Zeitpunkt einzuschalten, denn auf Sie wartet die zweite Ausgabe Apropos das Magazin. Bleiben Sie dran, es lohnt sich. Jetzt begrüße ich Frau Michaela Gründler, die Chefredakteurin von Apropos. Grüß Gott, hallo. Hallo. Frau Gründler, die neueste Ausgabe ist schon druckfrisch in Salzburg Straßen unterwegs. Könnten Sie kurz die Inhalte und Themen dieser Ausgabe uns erläutern? Total gerne. Die November-Ausgabe heißt Wünsche. Und wir haben da eine schöne Kooperation mit dem Salzburg Museum. Und die vier Damen, die da oben sind auf dem Cover, sind die vier Kunstvermittlerinnen. Und wir sind eingeladen worden, dass unsere Verkäufer Teil eines Ausstellungsprojektes sind, das heißt Wunschbilder. Und die läuft von November bis März. Und da haben unsere Verkäufer gemeinsam mit der Künstlerin Maura Zeutl im Sattler Panorama einen Videofilm erstellt. Und diese vier Kunstvermittlerinnen habe ich eben halt interviewt, weil das Thema Wunsch nach Arbeit, Wunsch nach Gesundheit, Wunsch nach Heimat und Wunsch nach Schönheit nicht nur im Museum, sondern auch in der Straßenzeitung behandelt wird. Und dann haben wir noch Wünsche von Flüchtlingen auch in der Zeitung drinnen. Unsere Praktikantin, die 2 Monate bei uns war, die Margarete, die ist aus Bayern und die hat immer über diesen Saalachspitz jetzt über die Grenze gemusst und hat dann die syrischen Flüchtlinge, die da jetzt angekommen sind, befragt, was waren denn eigentlich ihre Wünsche vor der Flucht und was sind die Wünsche jetzt während der Flucht. Und da einfach geschaut, dass wir ja wirklich nah am Puls der Zeit sind und da sind sehr, sehr berührende Geschichten drinnen in der aktuellen Ausgabe. Okay, danke. Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik unterwegs mit Apropos. Und dieses Mal war ich in der Salzburger Liedertafel, wo es zu einer ungewöhnlichen, aber doch sehr stimmigen Kooperation gekommen ist zwischen dem Chor Vocal Orange und Apropos. Frau Gründler, ich würde Sie kurz bitten, dass Sie kurz erläutern, um was da genau gegangen ist, was das für ein Event war. Sehr gerne. Also wir sagen quasi quer auf die Welt gereist, sowohl mit den Texten unserer Verkäuferinnen und Verkäufer. Die haben gelesen aus unseren Büchern, denke ich an Heimat, so viele Wege in Salzburg und ich. Und eine Freundin von mir, die Monika Pink, die singt beim Chor Vocal Orange, das ist ein reines Frauenensemble. Und die haben Lieder aus Finnland, aus Litauen, aus Korsika und da haben wir uns gedacht, gewürfeln wir doch alles zusammen und begeben uns gemeinsam auf diese literarisch-musikalische Reise. Und da haben wir im Saal der Salzburger Liedertafel dieses Konzert gehabt, das sehr stimmig war. Ja. Könnte es in der Zukunft mehr von solchen Kooperationen vielleicht kommen, mit Apropos, mit anderen Organisationen oder sonst? Ja, permanent. Also Vocal Orange ist auch eingeladen am 10.12. Da haben wir gemeinsam mit dem Salzburg Museum zur Ausstellung Wunschbilder einen Abend, wo unsere Verkäufer Texte lesen, die sie eben halt für das Projekt geschrieben haben. Vocal Orange singt dort auch wieder. Und dann gibt es auch eine Führung durchs Museum. Dann haben wir eine Literatur Salzburger Kooperation, wo wir jetzt zu Weihnachten ein Sonderheft herausgeben, Literatur und ich, wo eben halt die Schriftsteller trifft Verkäufer-Rubrik eben halt zusammengefasst vorkommt. Und das habe ich letztens ganz viele Anfragen bekommen von den Festspielen, von Residenzgalerie und genau, vom Gastronom Brandner, der Nobelgastronom, dass wir gemeinsam Projekte machen und vom Landestheater auch. Also momentan sind wir ein ziemlich begehrter Partner. Müssen wir nur schauen, dass wir alles gut in die Wege leiten, weil wir so wenig Leute sind, dass wir das alles gut hinkriegen. Aber ja, es ist klasse. Das freut mich, weil mir hat es sehr gut gefallen, muss ich ganz sagen. Aber jetzt genug, wir haben jetzt genug geredet, es wird Zeit für bewegte Bilder, deswegen würde ich sagen, einfach Beitrag ab. Heimat im Kopf. Die Gedanken schwirrten mir nur so durch den Kopf. Heimat? Was bedeutet das? Was bedeutet das für mich? Für mich ganz persönlich. Wie definiert man Heimat? Oder besser, wie definiere ich Heimat? Gibt es das überhaupt, Heimat? Hat jeder eine oder zwei oder mehrere Heimaten? Habe ich eine oder mehrere? Eine erste, eine zweite, eine letzte Heimat? Eine Lieblingsheimat oder keine? Tausende Überlegungen, die ich nicht ordnen konnte, eine Unmenge von Gedanken. Gedanken, bis einem schwindelig wird. Heimat nach
ja, woher nehmen Sie einfach die Inspiration für Ihre Werke und wie entsteht sowas? Ich muss dazu sagen, dass ich irrsinnig gern schreibe. Ich schreibe mir gern alles von der Seele. Es war so, dass ich ja an und für sich keine besonders gute Schülerin war, aber Deutsch, da war ich immer die Beste. Und Lesen hat mir schon immer Spaß gemacht und wenn ich Probleme gehabt habe, habe ich diese immer gern aufgeschrieben. Einfach, weil es mir geholfen hat, dabei die zu verarbeiten. Und eines Tages, in einer Zeit, wo es mir besonders schlecht gegangen ist, habe ich erfahren von Apropos, habe mich dort gemeldet. Und die Michi, die Frau Gründler, die Chefin, hat mich total herzlich empfangen und hat mir zugesagt, dass ich ab jetzt schreiben kann. Und die ersten Geschichten, die ich geschrieben habe, waren eher erfunden. Erfundene Geschichten über Armut. Und mit der Zeit habe ich auch teilweise Persönliches rein dann über mich. Aber an und für sich ist es mir nicht so wichtig, dass ich persönliche Sachen da an die Gesellschaft weitergebe, sondern ja, ich lasse auch gerne meine Fantasie spielen in die geschriebenen Sachen. Aber mir persönlich bringt es sehr viel. Ich bin sowieso aber schon der Meinung gewesen, sowas sollte viel öfter passieren. Ja? Weil Leute sehen es gern und sind da begeistert davon. Wie war die Veranstaltung für Sie? Die Veranstaltung war für mich sehr schön eigentlich. Ja? Da bin ich schon stolz, dass ich da herinner lesen darf, weil darf ja auch nicht jeder, also ja. Richtig schön. Und der Koch hat mich eigentlich auch fasziniert, weil normalerweise will ich es nicht so mit hören, aber ja, schön. Was inspiriert die oder motiviert die zum Schreien? Also ich bin 1999 habe ich angefangen zum Zeitungen verkaufen und dann, da war ich mal in Saftland und dann hat es geheißen, es gibt Schreibwerk da, das will ich mal probieren und seitdem schreibe ich auch in der Zeitung und auch die Bücher, was wir gemacht haben, wir haben ja mit dem Kochbuch und mit dem Heimatbuch und das Wegebuch haben wir vorher auch ein Buch schon gehabt. Das heißt, alles bei Leopoldine, aber das war gleich ausverkauft. Ja. Also da gibt es gar nichts mehr. Aber das, und da bin ich eben so vorher dazugekommen, seit 1999 mache ich das. Wie fanden Sie den heutigen Abend oder die Veranstaltung an sich? Die heutige Veranstaltung hat mich wirklich positiv überrascht, was die 8 Frauen für Power, für Energie rausbringen, das ist unglaublich. Ich habe schon gemerkt, ob da irgendwo ein Verstärker ist oder es ist wirklich so eine super Stimmung gewesen und die Lieder, das waren, es war wirklich sehr nett, muss ich sagen. Und die Gespräche mit den Mitgliedern von den Apropos, das ist auch so echt rübergekommen und man hat ja mit der Thematik nie zu tun und hat ein bisschen einen Einblick gekriegt, wie es den Leuten wirklich geht. Ja. Ja. Ganz ehrlich und echt ist das umgekommen und muss man echt sagen. Also vorher haben Sie noch nicht beschäftigt, so großartig mit Apropos? Ich hab die Zeitung schon ein paar Mal gekauft, weil ich einfach die Leute bewundert habe und ich habe mir einfach gedacht, ich will einfach irgendwas da für einen. Und sie haben bemüht, sich selber wieder auf die Füße zu stehen. Aber Sie haben jetzt eine wirklich positive Meinung über Apropos, Sie sammeln können, auch für was da passiert und wer schreibt und wie das ausschaut? Muss man wirklich sagen, ich habe auch gerade mit der Leiterin geredet, dass man die schafft, dass man, natürlich sieht man, sie brauchen eine Führung, die was motiviert, die was einfach
führen. Ja. Ohne, ja. Und so super, dass da so super junge Leute gibt und die Leute führen. Ja. Apropos, hilft ja auch ein bisschen mehr Lebensqualität und... Nie für Qualität. Einfach für Leben. Ich zahle meine Miete, meine Versicherung und ich bin zufrieden, dass ich bin frei. Und ich arbeite nie für andere, ich arbeite für mich. Ja. Das ist meine Freiheit. Ja. Das glaube ich. Nun folgt die Rubrik Schriftsteller trifft Verkäufer. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Mitte Oktober trafen sich die Wiener Autorin Sabina Naber mit dem Apropos-Verkäufer Marien Durell zu einem Gespräch im Café Johann in Salzburg. Ebenfalls dabei war die Dolmetscherin Doris Welter. Marien erzählte von seiner armen Heimat in Rumänien und unter anderem auch, dass er in Österreich als Apropos-Verkäufer mehr verdient als in Rumänien und er somit dank Apropos viel mehr Lebensqualität erhält. Aufmerksam hörte Frau Naber Marien zu und ihren Bericht zu diesem spannenden Gespräch finden Sie in einer der nächsten Ausgaben von Apropos. Frau Gründler, danke, dass Sie bei mir im Studio waren und das präsentiert haben. Vielen lieben Dank. Das war Apropos das Magazin, das zweite Mal für euch auf FS1. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Fabian Bellmann.